Caitlin ist eine entschlossene und begabte Ermittlerin bei den Sheriffs von Piltover, der Stadt des Fortschritts. Sie ist intelligent und zeigt sowohl einen starken Gerechtigkeitssinn als auch absolute Hingabe an das Gesetz. Bewaffnet mit einem herausragenden Hextech-Gewehr ist Caitlin eine geduldige Jägerin und der Schrecken aller Verbrecher der Stadt. Obwohl sie in eine Familie von wohlhabenden und einflussreichen Hextech-Ingenieuren geboren wurde und mit der Etikette des Stadtlebens von Piltover vertraut ist, zog es sie doch vor, mehr Zeit in den wilden Landen des Südens zu verbringen. Sie vermag ebenso gut mit den reichen Bürgern der Stadt des Fortschritts zu parlieren, wie einen Hirsch durchs schlammige Unterholz der Wälder zu verfolgen und verbrachte einen großen Teil ihrer Jugend jenseits der Tore von Piltover. Mit der Repetiermuskete ihres Vaters, die er in Bilgewasser erworben hatte, konnte sie auf 300 Meter Entfernung einen Vogel aufspüren oder einem Hasen eine Kugel durchs Auge jagen. Doch Caitlins größte Vorzüge waren ihr Intellekt und ihr Wille, von ihren Eltern zu lernen, die ihr naturgegebenes Rechtsbewusstsein schärften. Das Handwerk der Familie bescherte ihr Wohlstand, doch ihre Mutter warnte beständig vor dem Sirenengesang von Piltover, dessen güldene Versprechungen auch das wärmste Herz verhärten konnten. Auf diese Warnungen gab Caitlin wenig. Für sie war Piltover ein Ort der Schönheit und Ordnung, in den sie sich jedes Mal aufs Neue verliebte, wenn sie aus der Wildnis zurückkehrte. Doch 5 Jahre später, am Tag des Fortschritts, sollte sich all dies ändern. Caitlin kehrte von einer langen Reise durch die Wälder zurück und fand ihr Heim geplündert und leer vor. Die Angestellten der Familie waren alle tot und ihre Eltern verschwunden. Nachdem sie das Haus gesichert hatte, machte sich Caitlin sofort auf die Suche nach ihrer Familie. Eine Spur in der Stadt zu verfolgen war etwas ganz anderes als die Pirsch im Wald, aber schließlich fand Caitlin einen nach dem anderen die Männer, die ihr Zuhause verwüstet hatten. Keiner von ihnen wusste, wer hinter der Entführung steckte, nur dass sie über einen Mittelsmann namens C angeheuert wurden. Die Spur führte Caitlin schließlich in ein geheimes Hextech-Labor, in dem ihre Eltern gezwungen wurden, für einen rivalisierenden Clan unter Androhungen von Todesschmerzen zu arbeiten. Caitlin rettete ihre Eltern und mit ihren Informationen konnten die Wächter den Anführer des Clans festnehmen, der hinter der Entführung steckte. Sie und ihre Eltern kehrten in ihr Zuhause zurück und fingen damit an, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch in Caitlin hatte sich etwas Grundlegendes verändert. Sie sah nun, dass Piltover gefährlich sein konnte, dass Ehrgeiz und Gier ebenso tödlich sein konnten wie eine in die Enge getriebene Bestie. Während ihrer Ermittlungen hatte Caitlin die dünne Schicht des Fortschritts und der Wissenschaft an Piltovers Oberfläche aufgerissen. Darunter hatte sie Menschen in Not gesehen, einsame und verlorene Seelen. Und sie hatte gesehen, dass sie ihnen helfen konnte. Obwohl sie ihre Eltern liebte, wollte sie nicht in ihre Fußstapfen als Handwerker treten und suchte nach einer anderen Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt in der geschäftigten Metropole zu verdienen. Sie etablierte sich als Ermittlerin, wobei ihre herausragenden Fähigkeiten als Jägerin ihr halfen, zu einer Finderin verlorener Menschen und Wiederbeschafferin gestohlener Güter zu werden. Zu ihrem 21. Geburtstag schenkten Caitlins Eltern ihr ein Hextech-Gewehr von außergewöhnlicher Qualität. Die Waffe war eine wahre Schönheit und verwendete maßgeschneiderte Geschosse, die ihr eine größere Präzision erlaubten als jedes andere Gewehr, das sie zuvor besessen hatte. Die Waffe konnte auch für unterschiedliche Munitionstypen modifiziert werden und Caitlin nahm sie mit, wann immer sie an einem Fall arbeitete. Schon bald kannte sie die Ecken und Winkel von Piltover ebenso genau wie jeden Waldweg ihrer Kindheit und machte ordentlichen Profit mit ihrer Profession,
die sie in Kontakt mit den verschiedenen Schichten der Gesellschaft brachte. Sie begegnete einer Vielzahl von seltsamen Leuten aus Situationen, die sie aus erster Hand lehrten, wie gefährlich experimentelle Hextech und unautorisierte Chemtech werden konnten. In den folgenden Jahren machte sie sich einen Namen als jemand, an den man sich in alltäglichen Dingen wie auch in esoterischen Angelegenheiten wenden konnte. Ein besonders traumatischer Fall, in dem es um ein verschwundenes Hextech-Gerät und eine Serie von Kindesentführungen ging, brachte Caitlin dazu, mit einem Agenten der Wache von Piltover zusammenzuarbeiten. Genau wie sie hatte er eine Affinität zu besonders merkwürdigen Fällen entwickelt. Auch wenn die Fährte mit jedem Tag kälter wurde, weigerte Caitlin sich aufzugeben. Sie jagte dem Fall hinterher wie ein Hund einem Knochen, bis sie ihn schließlich knackte. Caitlin und der Wächter retteten die Kinder nach einem Kampf mit einer Gruppe Hybriden in Diensten eines Chem-Forschers, den seine eigenen Gebräue in den Wahnsinn getrieben hatten. Als sie und der Wächter sich einen Siegestrunk teilten, bot er ihr eine Stelle als Sheriff an. Caitlin lehnte zunächst ab, aber sie begriff bald, dass sie mit den Ressourcen der Wache eine weitaus bessere Chance hatte, die Identität von C aufzudecken, der einzigen Person, die beim Angriff auf ihre Familie beteiligt war und die sie noch nicht gefasst hatte. Heute arbeitet Caitlin als respektierter Sheriff bei der Wache von Piltover, um die Ordnung in der Stadt des Fortschritts zu wahren. Insbesondere dann, wenn übereifrige Hextech-Handwerker jenseits der Grenzen des Erlaubten tätig werden. Seit kurzem arbeitet sie mit einer neuen Rekrutin aus Saun als Partnerin zusammen, der waghalsigen und dreisten Vai. Wie eine solche Partnerschaft zustande kam und dann auch noch so effektiv wurde, ist das Thema etlicher Tavernengespräche und Gerüchte, sowohl innerhalb der Wache als auch bei denen, die sie ins Gefängnis schleifen. Boom. Headshot.